Was passiert denn bisher in Paris in den nächsten Monaten? Hallo meine Lieben, schon wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Was soll ich sagen? Was ein Start in die Woche. So krasse Neuigkeit. Am 30. September dachte Disneyland, ich will droppen jetzt einfach alles für die nächsten Wochen und Monate. So krasse Updates. Wir haben Daten, wir haben... Oh, und darüber reden wir jetzt heute alles in diesem Video. Ich werde aber diese Woche noch mehr Informationen und Update-Videos posten. Heute dreht sich generell um Christmas, wie man sehen kann. Aber auch, wir gehen auch ein bisschen schon ins neue Jahr, in Januar. Morgen poste ich nochmal ein Update zur Halloween-Season, denn morgen ist ja der Start der Halloween-Season. Da sprechen wir auch nochmal über die Halloween-Season. Und dann wird es am Ende der Woche noch ein Video geben, wo wir über Schließungen und Pausen sprechen, wie über Shows und Attraktionen und Swimmingpools und so weiter. Das wollte ich jetzt doch in drei Videos packen, damit es nicht als zu lang wird und dass ihr das kompakt habt, was euch gerade vielleicht interessiert. Ich sag euch, was ein Start. Und ich habe auch noch andere Neuigkeiten, weil ich weiß, ihr wartet gespannt darauf. Ich habe schon auf Instagram gepostet, ich habe endlich ein Datum für die Kabel 1 Doku, die ja im Juli gedreht wurde, mit Semi Hassin und mir. Und ihr habt so oft gefragt, wann haben wir es verpasst? Kam da die Doku schon? Nein, ich habe heute das Datum bekommen. Am 11. Oktober kommt der erste Teil der Doku auf Kabel 1 im Abenteuerleben täglich um 17.29 Uhr. Also alles in die Kalender schreiben. Ich habe, wie gesagt, auch schon, ich werde es auch öfter noch in den Story posten, dass auch jeder mitbekommt. Ich werde es auch in den nächsten Videos nochmal sagen. Es ist schon nächste Woche und ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, ich bin so gespannt und freue mich sehr auf die erste Doku. Die erste ist 18 Minuten lang, die erste Reportage. Es wird auch irgendwann noch eine zweite geben. Dazu habe ich aber noch kein Datum, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Falls ihr es nicht gucken könnt, bin ich mir sicher, dass es auch in der Mediathek zu finden sein wird für einige Zeit. Also ja, richtig krass. Und wenn ihr neu auf meinem YouTube-Kanal seid, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wenn euch dieses Video gefällt, auch ein Like. Damit supportet ihr meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir starten. Ja, die Christmas-Season startet ja am 9. November und geht bis zum 6. Januar 2025. Und die Christmas-Season, muss man sagen, ist so ein bisschen, also für Disneyland Paris-Verhältnisse, die Season, wo mehr Attention, also mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, als zum Beispiel der Halloween-Season. Viel mehr passiert während der Christmas-Season und auch die Dauer der Christmas-Season ist viel, viel länger. Wir wissen, Halloween startet jetzt am 1. Oktober und geht nur bis zum, jetzt weiß ich nicht, was da ist, ich glaube 3. November. Ich glaube bis zum 3. November. Und eine Woche später, wie gesagt, startet Christmas. Aber alles startet nicht am 9. November und das gehen wir jetzt auch in diesem Video durch. Also am 9. November startet, wir fangen mit den Shows an, Mickey's Dazzling Christmas Parade. Und ich blende euch natürlich immer noch Bildmaterial an, was uns von Inside Ears zur Verfügung gestellt wurde. Mickey's Dazzling Christmas Parade kennen wir schon die letzten Jahre. Immer wieder eine Show, also die Parade müsst ihr euch angucken, dürft ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. So schön. Schaut euch, wenn es geht, tagsüber an, aber auch nochmal die Abendversion, wenn alles so schön beleuchtet ist. Also Mickey's Dazzling Christmas Parade startet am 9. November. Und die zweite Show, die am 9. November startet, ist Let's Sing Christmas im Videopolis. Kennen wir auch, altbekannt. Wir werden aber einen neuen Friend dieses Jahr auch wieder dabei haben. Ich glaube, war es letztes Jahr Minnie, die Mariah Carey gesungen hat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Show kennen wir sonst. Let's Sing Christmas ist ganz nett, auf jeden Fall als Tipp. Entweder ihr stellt euch früh genug an für einen guten Platz oder mein Geheimtipp, wenn ihr meine Videos schaut, ihr schaut, wann die Show läuft, macht einen Mobile Order beim Café Hyperion für irgendwas zu essen oder Kaffee oder irgendwas. Vielleicht ein bisschen früher, als die Show beginnt, vielleicht 15, 20 Minuten, bevor die Show beginnt. Holt euch dann was zu essen, sichert euch einen Platz, weil ihr könnt oben in diesen Tribünen nur sitzen, wenn ihr was zu essen habt. Und dann genießt ihr die Show, habt noch was zu trinken und habt auch relativ gute Plätze, ohne euch lange anzustellen. Dankt mir später.
Genau, also das sind die zwei Shows, die am 9. November starten. Und die anderen Shows, die am 16. November starten, ja, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Warum? Fragt mich nicht. Keine Ahnung. Ich habe eine Show vergessen, die am 9. November startet. Machen wir damit erstmal kurz weiter. Aber keine Ahnung, warum das so zweigeteilt ist. Das finde ich auch ein bisschen blöd, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch, was wollt ihr auch immer wissen, wann ich im Disneyland Paris bin. Ich bin einmal vom 8. bis zum 10. im Disneyland Paris, November. Das komplette Wochenende. Ganz allein. Also wenn ihr da seid, sagt Hallo. Und dann bin ich noch für einen Tag am 16. November da, wegen den drei Shows, die dann am 16. November noch kommen. Ich hoffe, ich schaffe die alle, aber ich fliege morgens hin mit der ersten Maschine und fliege abends wieder zurück mit der letzten. Drückt mir die Daumen, dass ich da alle Shows schauen kann. Ja, was natürlich auch noch am 9. November startet, ist die Electrical Sky Parade, die ja so, sonst schon läuft, aber mit dem Christmas Update. Es gibt ja jetzt zu Halloween und zu Christmas die Electrical Sky Parade und dann, ich weiß nicht, ob es in der Mitte ist oder am Ende, so ein kleines Halloween und Christmas Special. Das fängt auch schon am 9. November an. Was am 16. November startet, ist einmal im Castle Courtyard. Das ist im Prinzip hinterm Schloss, da wo das Schwert ist von, keine Ahnung, wie er heißt, beim Karussell da, also genau hinterm, da wo das Schwert ist im Prinzip, gibt es eine Aurora und Prinz Philip Show. Wie oft die läuft, keine Ahnung. Es gab ja schon mal so eine ähnliche Show während der Princess Week und ich fand es eine Katastrophe. Erstens sah es aus, als würden sie die ganze Zeit ums Feuer tanzen und dieses Schwert. Und zweitens ist es für, also man kann da nicht viele Zuschauer leider irgendwie behausen, weil der Platz natürlich sehr beengt ist. Also ja, das ist die eine Show, die am 16. November startet. Die zweite Show, die startet, ist Disney Princess Holiday Season Celebration vor dem Schloss. Ich denke mal, es ist auch wieder jetzt so ähnlich. Ich habe es ja nur online gesehen. Ich war dieses Jahr nicht bei der Princess Celebration. Aber es wird so was Ähnliches sein. Es wird wieder dieser Walzer getanzt und wahrscheinlich werden sie die Bühnen benutzen. Und während den Bühnen wechseln die ganzen Prinzessinnen, Tiana, Rapunzel, Aurora, ne? Wir wissen alle, wer dabei ist. Genau, das wird es einmal geben. Und die letzte Show, die gab es auch schon letztes Jahr. Es gab auch letztes Jahr schon die Princess Show mit dem Walzer. Die wurde aber letztes Jahr auf der Castle Stage aufgeführt, die ja aktuell renoviert wird. Deswegen wahrscheinlich sind sie jetzt vors Schloss gezogen, die Prinzessinnen, und werden dort auftreten. Finde ich aber auch besser als die Castle Stage. Bei der Castle Stage, wenn man nicht in der ersten Reihe gestanden hat, hat man nochmal super schlechte Plätze gehabt. Finde ich viel besser vorm Schloss. Dann hat jeder mal die Möglichkeit, die Prinzessin zu sehen, wenn die auf den Bühnen, zwischen den Bühnen wechseln. Viel, viel besser. Und die letzte Show hatten wir letztes Jahr auch schon am Town Square, genau vor dem Bahnhof, bei dem Pavillon. Kommen wieder Santa Claus, Mickey und Minnie und Freunde wie Harris und Clarabelle. Stitch ist dabei, Pinocchio ist dabei. Habe ich letztes Jahr auch, glaube ich, nur einmal gesehen. Fand ich mega cool. Da ist der Platz auch ein bisschen schwierig. Wir haben damals, schaut euch sonst die Vlogs noch von letztem Jahr an, vor dem Pavillon, der Pavillon ist ja in der Mitte und dann habt ihr, glaube ich, vier Ausgänge. Und wir standen vor diesem Ballontruck. Da ist ja ein Verkaufswagen in dieser Gasse. Und wir standen genau da, an dieser Linie. Und da würde ich es auch empfehlen, euch zu stehen. Da seht ihr ein bisschen was vom Bahnhof und ihr seht, was halt beim Pavillon abgeht. Weil da passiert so das meiste, da wird getanzt und so weiter. Und die Charaktere und so. Also wenn ihr eine Möglichkeit habt, aber auch früh genug wieder hinstellen, wäre da so der Platz für den besten Spot, was ich so gesehen habe. Aber ihr könnt auch an der Straße stehen, die Charaktere kommen hinten aus dem Tor raus, wo die Parade auch endet, gehen einmal rum am Storybook Store vorbei, am Bahnhof und gehen dann in den Pavillon rein, dann tanzen sie. Ich glaube aber, ein paar Charaktere bleiben auf der Straße stehen. Santa, Mickey und Minnie stehen oben auf dem Bahnhof. Genau, so viel. Ich hoffe, ich habe es ganz so gut erklärt. Ansonsten, wie gesagt, guckt euch das Video von letztem Jahr an. Ja, so viel zu den Shows. Wie gesagt, drei Shows starten am 9. November, drei Shows am 16. November. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr dieses Jahr auch während der Christmas Season in Disneyland Paris seid. Und vielleicht sehen wir uns ja an einem der Wochenenden. Dann kommen wir weiter zum Food. Food ist immer wichtig. Ihr wisst, Essen, immer sehr wichtiges Thema. Und ich blende euch auch wieder ein Bild ein, was jetzt gesagt wurde. Es wird eine Chestnut Mousse mit Black Currant geben. Also eine Kastanienmousse mit, ich glaube, sind es Blaubeeren oder sind es Johannes? Ich glaube, Johannisbeeren ist Black Currant. Dann wird es ein Mickey Mouse-shaped Gingerbread geben, also ein Lebkuchen. Und dann wird es
wieder die Chalets geben, also diese Food Trucks, Trucks sind es ja nicht, diese kleinen Häuschen, die wir so kennen. 6 in den Walt Disney Studios bei Place de Remy und 5 werden wieder im Fantasyland stehen. Dort könnt ihr alles Mögliche kaufen, Kartoffeln mit Raclette-Käse im Baguette, ich glaube Waffeln und Glühwein und keine Ahnung. Alles Mögliche bekommt ihr an diesen Ständen, auch mal sehr schön während der Weihnachtszeit. Dann wird es auch neues Merchandise geben, was das meiste Merchandise schon bevor der Halloween-Merchandise kam, gab es schon Christmas-Merchandise. Und ich bin auch dieses Wochenende da, jetzt vom 4. bis zum 6. Oktober und werde für euch ein komplettes, alleinstelliges Merchandise-Christmas-Video machen. Also denkt dran, ne, den Kanal zu abonnieren, das verpasst ihr dann das Video auch nicht und drückt auf die Glocke. Ja, also wie gesagt, das ist vom Wochenende geplant. Es gibt schon fast das meiste Merchandise für Christmas, ist schon da. Ich werde euch die Ornamente zeigen und die Hoodies und keine Ahnung. Also wie gesagt, ein dedicated Christmas-Video wird es nach dem Wochenende geben. Was aber jetzt auch bekannt gegeben wurde, ist, das Disneyland Paris Monopoly kommt zurück während der Christmas-Season. Wann? Keine Ahnung, aber stand in der Pressemitteilung drin, dass es das Monopoly wieder geben wird, was es auch zum 30. Geburtstag gab. Was, eine 30. Geburtstags-Special? Ich weiß es gar nicht. Ja, soviel zum Merch. Wie gesagt, das meiste gibt es schon zu Weihnachten. Wie gesagt, es gab es vor dem Halloween-Merch. Und dann wird es im Disneyland Hotel auch total weihnachtlich und da freue ich mich so drauf. Vor Corona, bevor das Disneyland Hotel renoviert wurde, gab es auch mal ein großes Lebkuchenhaus und es sah immer so schön aus. Jetzt wird natürlich das Disneyland Hotel auch wieder dekoriert. Dort wird aber ein Weihnachtsbaum hinkommen. Im Lebkuchenhaus wurde jetzt nichts gesagt. Und die Show, die uns sonst in der Lobby stattfindet mit den Prinzessinnen, ich glaube Belle gibt es aktuell, Rapunzel, Jasmin und so. Also es gibt einige Prinzessinnen, die da in der Lobby immer stattfinden, meistens so nachmittags. Und die Show wird ersetzt durch The Keeper of Time and the Winter Light. Da werden auch wieder hauptsächlich die Kinder, die Kinder mit einbezogen, so wie auch während der Prinzessinnen-Show. Und das Ziel ist es, den Weihnachtsbaum, der wahrscheinlich in der Lobby stehen wird, zu erleuchten. Dann wird es auch spezielles Merchandise nur im Disneyland Hotel geben. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass es die Uhr, die Disneyland Hotel Uhr, als Ornament geben wird. Das zum Beispiel. Also da lohnt sich auf jeden Fall auch mal im Disneyland Hotel vorbeizuschauen. Ihr braucht, da wird immer noch gefragt, ihr braucht keine Reservierung mehr. Ihr könnt einfach ins Disneyland Hotel reinspazieren, euch die Deko dann anschauen, in den Shop gehen, in der Bar trinken. Es wird auch im Royal Banquet explizit Christmas Dessert geben. Es wird auch spezielle Drinks in der Fleur-de-Lis Bar geben. Das alles werde ich mir natürlich für euch anschauen, wenn ich dort bin im November. Und während der Christmas Season ist ja auch noch Neujahr, Silvester. Am 31. Dezember wird es kein spezielles Event geben, so wie letztes Jahr auch schon. Der Park wird für alle Gäste bis 1 Uhr geöffnet haben. Ihr braucht kein spezielles Ticket, es reicht ein ganz normales Tagesticket für den Park oder übernachtet in den Hotels. Und es wird ein spezielles Feuer, also es wird halt wieder das Neujahrsfeuerwerk geben, was immer sehr groß und imposant ist. Also das ist geplant für Neujahr und wie gesagt, der Park hat bis 1 Uhr geöffnet. Während der Christmas Season, das wurde auch schon ein bisschen früher bekannt gegeben, wird es auch noch das letzte Jahreskarten-Event für dieses Jahr geben. Am 22. November wird das Christmas Special Jahreskarten-Event geben. Es heißt Nights. Ich werde leider nicht da sein können, aber die Brina timet ihre Trips immer so, dass sie da ist und ich time meine Trips so, dass ich nicht da bin. Ich glaube, das ist bis jetzt das 4. Jahreskarten-Event, also seit letztem Jahr Weihnachten habe ich die Jahreskarten-Events immer verpasst. Das letzte Jahreskarten-Event im Dezember, dann im März, im Sommer glaube ich auch eins, jetzt im September habe ich es verpasst und jetzt schon wieder. Also ich habe es nicht so mit dem Timing von den Jahreskarten-Events. Aber Brina wird da sein und für euch berichten. Ja, und das war immer noch nicht alles. Das war immer noch nicht alles, denn die größten Neuigkeiten auch noch waren einfach mit im Text so gedroppt. Und zwar, wenn ihr euch an den 12. April 2024 erinnert, während der Pressekonferenz, was es so in den nächsten Wochen, Monaten im Disneyland Paris geben wird, wurde ja mal von einer Scarlet Witch Show gesprochen in den Studios. Und es wurde lange still um diese Show. Wir dachten schon, haben sie die wieder gestrichen. Wenn Disneyland Paris ja nichts sagt, ist ja mal so ein bisschen,
Sie haben ja nur gesagt, bis zum Ende des Jahres, aber irgendwie hat man nichts mehr davon gehört. Jetzt haben wir ein Datum! Ja, es kommt eine neue Marvel-Show in die Walt Disney Studios. Und zwar am 23. November 2024. Und die Show wird bis zum 29. März 2025 laufen. Sie wird heißen Doctor Strange Mystery of the Mystics. Heißt sie so? Mystery of the Mystics? Okay, keine Ahnung, ich habe es einfach nur schnell abgeschrieben. Ja. Also ich freue mich sehr drauf, ob ich direkt am ersten Tag da sein werde. Eher nicht, weil ich ja schon die zwei Wochenenden davor da bin. Aber im Dezember spätestens werde ich mir die Show dann auch anschauen. Wenn ich mir an die letzten Marvel-Shows in den Walt Disney Studios erinnere, einfach spektakulär. Ich bin nicht der größte Marvel-Fan, wie ihr wisst, aber die Shows sind einfach der Wahnsinn. Ich denke auch wieder, es werden Drohnen dabei sein, bisschen Feuerwerk, Projektion auf dem Tower of Terror. Ja, da können wir uns auf jeden Fall wieder auf eine richtig klasse Show freuen. Ja. Und es war immer noch nicht alles. Ihr merkt, ich bin heute so euphorisch. Keine Ahnung, es ist so ein toller Start in den Montag mit den Neuigkeiten, dass Kabel 1 veröffentlicht wird und die ganzen Neuigkeiten. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so auf Adrenalin. Und ja, während D23 wurde ja auch bekannt gegeben, dass es eine neue Nighttime-Spectacular-Show geben wird. Nächstes Jahr, Anfang des Jahres. Ich glaube, es wurde sogar Januar gesagt. Wir wussten aber bisher kein Datum. Und jetzt haben wir auch noch ein Datum bekommen. Ja, es wird Illuminations ablösen und auch Disney's Electrical Sky Parade. Das werde ich auch in dem Video erzählen, was alles da nicht mehr laufen wird. Disney's Electrical Sky Parade endet am 6. Januar 2025. Illuminations läuft dann wahrscheinlich bis zum 9. Januar 2025, denn ab 10. Januar 2025 läuft die neue Nighttime Spectacular Show. Ich glaube, es wurde noch kein Name bekannt gegeben. Wir haben ja bisher nur Artworks gesehen und es werden Drohnen dabei sein. Deswegen gibt es auch keine spezielle Drohnenshow mehr vor dem Feuerwerk. Es wird jetzt eine große Show mit Drohnen und Feuerwerk, so ähnlich wie am Bastille Day, was ihr auch bei meinem YouTube-Kanal gesehen habt. Also schaut da unbedingt mal das Video an, das ist einfach der Wahnsinn. Also sowas wird es dann ab 10. Januar 2025 geben im Disneyland Paris. Illuminations hat dann... ist dann finished, finito und auch Disney's Electrical Sky Parade. Also bis zum 6. Januar könnt ihr Disney's Electrical Sky Parade noch schauen. Ab 1. Oktober, wie gesagt, als Halloween-Edition und ab 9. November als Christmas-Version. Und die Christmas-Season läuft ja auch bis zum 6. Januar, deswegen danach ist Schluss. Ja, freue mich sehr. Also die Nighttime-Show, es wird ja auch die Main Street so mit involviert mit den Grafiken und Projektionen und... Ich freue mich einfach auf die Show und ich habe heute dann meinen Kalender geguckt. Ich komme ja aus Thailand wieder am 8. Januar nachmittags und ich habe zufälligerweise direkt meinen Zug für am 9. Januar morgens nach Disneyland Paris gebucht. Warum noch nicht? Ich komme abends aus Thailand wieder, kann ja am nächsten Morgen direkt nach Paris weiterfahren. Hey, why not? Ich hatte ja davor dann Urlaub. Jetlag hin oder her. Ich will unbedingt am ersten Abend dabei sein, wenn diese Show läuft. Also ja, ich wurde letztens im Q&A gefragt, wann ich im Januar da bin. Jetzt weiß ich, vom 9. Januar bis zum 11. Januar. Ich dachte, ich fahre dann am Samstag schon wieder zurück, weil sonntags wollte ich mir dann noch einen Tag Ruhe geben, bevor ich dann wieder auf die Arbeit gehe. Ja, das waren die Christmas News und was auch noch darüber hinaus startet. Ich bin so gehypt. Ihr habt es gemerkt, ich bin so euphorisch, Adrenalin und voller Freude, was in den nächsten Wochen und Monaten im Disneyland passiert. Ja, ich bin dieses Wochenende da, bringe euch wieder viel Content mit. Es kommt jetzt wieder sehr, sehr viel Disneyland Paris Content. Es gab ja lange Pause. Ich war ja das letzte Mal im Juli dort. Und jetzt wird es zur Halloween-Season, werde ich euch ein Video mitbringen. Zum Merch, Moni zeigt mal und. Also in den nächsten Wochen werdet ihr Disneyland Paris Overload bekommen. Ich bin ja auch nochmal am 18. Oktober abends im Park und am 20. Oktober. Am 19. Oktober sind wir im Park Asterix beim Halloween-Event. Ob ich dann da lebend rauskomme, das ist noch eine andere Frage. Also eventuell seht ihr mich am 20. Oktober im Park oder vielleicht auch nicht. Ja, das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.